seid, liebe Rock- und Metal-Gemeinde. Willkommen hier bei MK Rock. Heute wieder mal in einem Selbstversuch. Ich habe mir besorgt extrem scharfe Schiffe. Ich habe ja schon viele Rohrkrepierer erlebt, was scharfe Chips angeht. Heute habe ich Pepper King Habanero Kessel Chips Hasta la Vista Baby. Es steht drauf, von Kindern fernhalten und das in verschiedenen Sprachen. Keine Ahnung, Spanisch, Italienisch, Holländisch. Wooden Hit Break van Kinderen Huden. Könnte Holländisch sein. Wie dem auch sei, brennender Totenschädel weist irgendwie darauf hin, markig voll wird der Mund genommen auf der Rückseite. Pepperking.com gibt es wohl weitere Infos. Hot as hell. Meine Güte, Leute, ich habe schon so viele Werbeversprechen erlebt mit scharfen Chips, wo ich dann hinterher dachte, wollen wir mal gucken, was die hier drauf haben. Das hier wird eine Live-Premiere werden. Sollte ich also gleich vorne überkippen, werdet ihr live mit bei sein. Ja, so sieht es von innen aus. Ich weiß nicht, ob man da was erkennt. Riecht wie andere billige Chips. In diesem Fall hat die Tüte längst 125 Gramm 2 Euro gekostet. Oder fast 2 Euro. Wir wollen mal gucken. Schauen wir mal rein. Müssen es irgendwie, wenn ich so mal durchgucke, schon mal keine Billigproduktion, dass man da irgendwie 2 Millionen verbrannte Stücke drin hat. Ja, wollen wir mal gucken. Kriege ich das überhaupt rein in die Futter? Ich bin nur ein kleineres. Ist sogar ein bisschen mehr drauf. Okay. Okay. Hui. Hui. Also Hui passt jetzt gerade sogar. Also gar nicht so verkehrt. Also der erste Anflug ist schon mal ja, scharf. Insgesamt im Geschmack so ein bisschen wie diese, wie hießen die früher, diese Schweineschips. Diese frittierten Schweinedinger, die gibt es heute immer noch. So ein bisschen im Geschmack. Ansonsten. Ja, so ein bisschen wie diese frittierten, nicht frittierten, sondern ja, diese Speckschweineschips. Ich weiß gar nicht mehr, wie die irgendwie heißen. Kennt ihr sicher auch. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie die heißen. Und ich kann sagen, boah, also sie sind nicht scharf wie die Hölle. Das definitiv nicht. Ich nehme jetzt mal hier ein, wo mal ganz viel Gewürz drauf ist. Also ist nicht gänzlich verkehrt. 2 Euro jetzt für die Tüte. Mal einer geht noch, mal gucken. Also bisher kippe ich nicht um. Also Hot as hell oder wie? Ja, Hot as hell. Vollmundiges Werbeversprechen. Mehr nicht. Aber ich merke schon so ein bisschen. Also ihr hört sicher. Ne, können wir ja nochmal. Also knusprig sind sie. Sind auch nicht so ganz dünne Dinger. Die sind auch ein bisschen dicker geschnitten, also das finde ich ganz geil. Qualitativ okay. Von so der Sauberkeit, Verbrennungsgrad. Nochmal durchgeguckt, also bisher jetzt nichts Verbranntes erkannt, was du ja oft bei Billigchips hast, aber für 2 Euro die Tüte. 125 Gramm, da erwarte ich schon, dass die sauber sind. Was ich jetzt so ein bisschen langsam merke, ist, also mir läuft so ein bisschen Auge und Nase. Es brennt so einmal durch den Mund durch. Das hat schon einen gewissen Level. Aber wie gesagt, es ist nicht hot as hell. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie gleich weglaufen muss.
Ja, die Augen tränen schon so ein bisschen. Und die Nase läuft, also das schon. Also das war mal so ein Spontankauf von mir. Der sich auch so ein bisschen gelohnt hat. Also heute Abend zum Wrestling haue ich mir sicher noch so ein bisschen was davon rein. Hier haben wir nochmal so ein bisschen extra viel Würze drauf. Mal gucken, ob es mich jetzt aus den Socken haut. Also sie sind scharf. 2 Euro war der Beutel ist von Pepper King jetzt wert. Ja, also Chips-Test, Snack-Food-Check bestanden. Ich würde sagen, oh Leute, jetzt kommt aber so diese Habanero-Schärfe. Ui, ich hängt an, jetzt so ein bisschen durchzukommen. Ich glaube, aber mehr kommt da jetzt auch nicht. Also es fängt gerade sogar schon wieder an abzuklingen. Ja, Schulnote 2, solide 2, ist gut. Haut euch die Dinger ruhig auch mal rein. Ich habe es jetzt vom Kaufland. Kann man machen. Ist lecker. Und ich glaube, ich werde jetzt mal so ein bisschen Milch nachtrinken, weil Fett ist ja besser als Wasser, ne? In dem Sinne, ja, Fett, auch mein Thema. Fressen ist geil. In dem Sinne, ja, solide 2, habe ich schon gesagt. Haut euch die Dinger mal rein, schreibt mir in die Kommentare, wie sie euch gefallen haben. Ansonsten, stay heavy, bis nächste Woche, euer MK.